In den 80er Jahren, da war er Kult, der Musiker und Gitarrist Teflon von Fara. Der Stuttgarter hat produktiv an der Neuen Deutschen Welle mitgebastelt, ging danach für ein paar Jahre nach New York und zurück in Stuttgart erfand er die Radioserie mit Frau Kechele und Frau Peters beim damaligen SDR. Ein Riesenerfolg. Und dann war es lange still um ihn, doch zuletzt taucht sein Name wieder auf und auch der von Frau Kechele und Frau Peters. Mit ihnen ist er wieder präsent auf der Bühne. Teflon von Fara, einer von uns. Sie, Frau Kechele, klutzen Sie mal. Da ist eine Frau, der lauft der Frau über ihren Trottwar. Über meinen Trottwar? Ja. Über das frisch putzte Trottwar? Ja, und jetzt. Es hat sich ein Bombo-Papier da. 21 Jahre nach ihrem Radiotod quick lebendig. Frau Kechele und Frau Peters. Und auch den Hefezopf lieben sie immer noch, mit einem Haufen Butter drin. Wir besuchen den Mann hinter den beiden Frauen, die Kult waren bei SDR 3. Überraschung! Mögen Sie überhaupt Hefezopf? Das ist mein Jubiläums-Hefezopf. Ich habe schon so viel geschenkt bekommen. Und da waren es irgendwann so viele. Ich glaube, das ist heute der tausendste. Muss er mit oder ohne Rosinen sein? Also ich kann nur noch einen Tipp geben. Der mit Rosinen, der haut rein wie die Sau. Sein Alter verrät er immer noch nicht, aber warum für die beiden Schwäbinnen im Radio Schluss war. Es gab 1998 die Fusion vom Süddeutschen Rundfunk und vom Südwestfunk. Und dann wurde eigentlich die ganze Szenerie von Baden-Baden aus bestimmt. Und dann hat man gemeint, Frau Kechele und Frau Peters, nach einer 12-jährigen Laufzeit und über 800 Folgen müssten die jetzt eigentlich, eine müsste badisch sprechen. Das war für mich ein Unding. Das geht nicht, kann ich badisch. Eingeschlossene Erinnerungen. Alle Radiofolgen von damals auf Kassette. Stuttgarter, Nächte sind kurz. Haben Sie noch nie versucht, sich von diesen beiden Frauen zu lösen? Doch, viele Male in meinem Leben. Viele Male in meinem Leben habe ich versucht, mich zu lösen. Geh raus auf die Straße, lauf durch die Stadt, dann rufen sie, hallo Frau Kechele, hallo, mit dem Haufen Butter drin. Von allen Seiten, ich kann mich ja gar nicht lösen. Noch kurz entspannen bei einem Stück Hefezopf und einer Tasse Tee. Und dann wird's Zeit, sich für den Auftritt vorzubereiten. Heute im Jägerhaus in Stuttgart unter Türkheim. Warum du denn immer frisch, aber unser Hefezopf nicht? Sich in eine Frau zu verwandeln, wie fühlt sich das an? Nicht gut. Warum? Das ist mir unangenehm. Ich bin ein Mann. Ich liebe es, ein Mann zu sein. Ich liebe es, Frauen zu lieben. Und auf der Bühne spiele ich einen Job. Das ist ein Job. Teflon von Fara ist die naive Frau Peters. An seiner Seite Babs Steinbock als clevere Frau Kechele. Sagen Sie mal, Frau Kechele. Was, Frau Peters? Das Klima ist ja auch nicht mehr das, was es einmal war. Weil Sie die Regenwälder abgesägt haben. Irgendwas haben die Regenwälder abgesägt. Weil Sie das Holz braucht haben. Und für was sind die das Regenholz braucht? Für Regenschirme, Frau Peters. Das ist einfach Unterhaltung pur, lustig. Die bringen einfach Stimmung rein, die zwei. Also die Energie, ja, das ist Hammer. Was mir vor allem gefällt, ist eben diese hysterische Art, diese liebevolle hysterische Art. Das passt immer noch wunderbar in unsere Zeit heute. Dieser chaotische Humor. Den finde ich klasse. Dass es nicht so geradlinig ist, sondern einfach völlig fantasievoll, völlig ausgeflippt. Das finde ich toll. Das fand ich auch in den 80er Jahren schon toll. Es ist ein Haufen Butter! Vom Radio auf die Bühne. Und das nach so langer Zeit. Für Hefezopf-Fans das Comeback des Jahres.